Berlin Nordbahnhof. Baustellen im Tunnel zwingen zu einer besonderen Betriebsweise, dem Pendelverkehr. Beim Pendelverkehr ist ein Gleisstück, in diesem Fall das Streckengleis Nordbahnhof Friedrichstraße, für einen Zug reserviert, der auf diesem Gleis hin und her fährt. Dabei spielen Signale keine Rolle. Sie zeigen ein rotes Licht, was aber völlig korrekt ist. Der Zug darf ohne weiteres daran vorbeifahren, innerhalb der Pendelstrecke, versteht sich. Der Zug ist bereits aufgerüstet. Lassen Sie die Fahrgäste zusteigen, stellen Sie am Krügergerät Kurs 5 und Ziel 73 ein. Sie fahren heute als S2 unter dem Funknamen Merkur. Ja, und damit von meiner Seite nochmal ein Hallo und herzlich willkommen bei der Berliner S-Bahn. Wir sind unterwegs mit der historischen S-Bahn-Baureihe 476 aus dem S-Bahn Berlin GmbH Konsortium. Das Fahrzeug heute darf sich mal richtig beweisen, denn wir fahren heute sogenannte Pendelfahrten. Mit anderen Worten, wir fahren zwischen insgesamt 3 Bahnhöfen hin und her und fahren auf einem abgesteckten Streckenabschnitt. Unsere Fahrt selbst beginnt am Nordbahnhof und soll dann am Bahnhof S-Bahn Friedrichstraße enden. Aus der eingefahrenen S-Bahn bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Weiterfahrt in Richtung Friedrichstraße vom gegenüberliegenden Gleis. Genau. Fahrgäste in Richtung Wannsee, Blankenfelde, Teltow benutzen diesen Pendelzug bis Friedrichstraße und benutzen ab dort bitte den Schienenersatzverkehr. So, Licht einschalten. Dann, die Außenbeleuchtung sollte schon leuchten, genau. Spitzenlichter sind aktiv. Wir wechseln nach drüben, einmal zum sogenannten Krügergerät. Damit können wir Nordbahnhof Gleis 2 Türen schließen. Den Kurs und das Ziel des Zuges einstellen. Gleis 2 vorziehen. So, Kurs war die 5, dächtig. Und Ziel müsste die 73 müsste es sein. So, S2 leuchtet schon, das ist richtig. Und als Ziel, ganz kurz experimentieren, müsste die 73 sein, ne? Ja, das rührt dann so ein bisschen im Führerstand. Dieses Geräusch kommt halt daher, dass hier oben die Anzeige eingestellt wird. Und jetzt steht drinne Friedrichstraße S2 und das passt so. Genau, der Zug hält noch ein paar Sekündchen hier im Berliner Nordbahnhof und dann dürfen wir gleich ausfahren. Ich glaube Richtung Oranienburger Straße oder ähnliches. Beleuchtung im Führerstand ist aktiv. Nach Friedrichstraße zurückbleiben. Zug Merkur nach Friedrichstraße Türen schließen. Ja, geschieht schon. Zug Merkur nach Friedrichstraße abfahren. Alles klar, machen wir gleich. Bremse wird gelöst und dann geht's gleich los mit der Baureihe 476, welche ursprünglich aus der, ich dachte, Baureihe 276 entstanden ist von der Deutschen Reichsbahn. Und ja, mehr dann zum Fahrzeug und zur Baureihenfamilie während der Fahrt. Abfahrt aus dem Nordbahnhof, wie gesagt, das rote Signal da oben, das tangiert uns peripher, interessiert uns mit anderen Worten überhaupt nicht. Und dann fahren wir hier zum nächsten Haltepunkt. Ja, für uns geht es heute durch die S-Bahn-Tunnel oder ich sag jetzt mal U-Bahn-Tunnel, wir sind ja unter der Erde, hier in Berlin. Wir fahren natürlich die Berliner S-Bahn und werden hier einige Fahrgäste noch abholen. Höchstgeschwindigkeit für heute ist 50 km pro Stunde, beziehungsweise ich sehe es gerade, gleich nur noch 40 km pro Stunde, weil dort vorne die Baustelle kommen wird. Sehen wir schon daran, dass wir diese gelben beiden Lämpchen mit an der, ich sag jetzt mal, LF-Tafel dran haben. So, leicht reinbremsen. Und ich muss auch an der Stelle schon sagen, die Bremsen der 476 sind nicht die allerbesten. Sie funktionieren gut, aber nicht wie bei einer modernen Drehstrom-Elektrolokomotive. So, hier drüben stehen schon die Arbeiter im Gleis. Dort wird fleißig geschuftet. Die geben ihr Bestes, um den Streckenabschnitt wieder tauglich zu machen. Und wir müssen jetzt hier noch ein klein wenig beschleunigen. 50 sind angesagt. Ach so, der Bahnhof kommt auch schon. So, Bremsen anlegen. Und dann runterbremsen. So, wir müssen nicht ganz bis zur vordersten Haartafel. Es reicht, wenn wir hier an der vorletzten stehen. So, Türen öffnen. Einmal auf die Taste T gedrückt. Und dann sollten die allesamt aufgehen. Ja, die Bremsen sollen auch nicht vollständig gelöst sein, ne? So, ein bisschen angelegt, dürfen sie ruhig sein. S-Bahn Berlin-Oranienburger Straße.
Genau, einen Moment gewartet, dann sollten die Fahrgäste alle zugestiegen sein. Wir fahren heute übrigens auf der neuen Strecke mitten durch Berlin. Und Zug Merkur nach Friedrichstraße, Türen schließen. Genau, Türen werden geschlossen. Zug Merkur nach Friedrichstraße, Abfahren. Alles klar. Ja, die freundliche Stimme gibt uns schon Bescheid, dass wir eben weiter dürfen. Und was ich eigentlich gerade sagen wollte, wir sind auf der Strecke mitten durch Berlin, S25 unterwegs. Oder hieß die S25? Auf jeden Fall heißt die Strecke mitten durch Berlin von Virtual Tracks. Und wir fahren sie heute gemeinsam das erste Mal auf der sogenannten Pendelfahrt. Mitgeliefert wird die Baureihe, ja, 476. Und optional kann man sich dann natürlich auch noch mit den Fahrzeugen der, ja, ich sag mal, normalen Taucherbrüllenfamilie hier auf der Strecke erfreuen. Die gibt es ja bei Train Team Berlin. Oder halt optional die 481 respektive 482 von Stechte, auch Virtual Tracks, welche mit der Strecke Berlin-Leipzig ja schon mal mitgeliefert worden sein müsste. Und ich glaube auch vom Entwickler Berlin Trains müsste es noch eine S-Bahn dieser Baureihen geben. Aber da jetzt keine Garantie dafür. So, wir sind angekommen, öffnen die Türen. Aus dem eingefahrenen Zug bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Nordbahnhof. Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Alles klar. So, Friedrichstraße steht dran, S2 darf auch noch dran stehen. Müssten wir aber jetzt ändern, denn wir sind in der Friedrichstraße angekommen und dürfen uns auf die andere Zugseite rüber machen. Deswegen einmal schnell nach drüben gestopft und dann geht's für uns zurück. Was auch cool ist, wir haben hier noch die, ich sag mal, alten Anzeigen, wo eben der Zug hinfährt. Auch wenn es für uns heute definitiv nicht in Richtung Teltow-Stadt gehen wird. So, hier drüben rein. Einmal ganz kurz hier durchgebeamt und dann sitzen wir auf der anderen Seite im Führerstand. Hier drüben gilt auch wieder für uns einmal Licht einschalten. Ah, wo ist der Lichtschalter? Hier, einer hoch. Dann die Spitzenbeleuchtung draußen ist schon aktiv. Wunderbar. Wir wechseln nach drüben. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, wie ist es jetzt mit der... Zum Pendelzug nach Nordbahnhof, Gleis 1, einsteigen bitte. Mit der Eingabe. Kurs 5 hatten wir ja. Zurückbleiben. Zug Merkur nach Nordbahnhof, Türen schließen. Ja. Zug Merkur nach Nordbahnhof, abfahren. Aber mit welcher Zugzielanzeige, mein Lieber? Die lassen wir offen. Wir lassen die Zugzielanzeige offen, weil ich kenne jetzt das, die Zielnummer nicht. Für den Nordbahnhof. Ja, das ist jetzt schade. Hätten wir die Zielnummer, könnten wir sagen, es geht da und dahin. Aber so, nee. Fahren wir eben blind. So, die 40 kam dann im nächsten Bahnhof, dachte ich. Oder nach dem Bahnhof Oranienburg. Oranienburger Straße. Oranienburg ist dann nochmal ein Stückchen weiter. So, die 50 haben wir auf dem Tacho. Hinter der nächsten Kurve sollte der nächste Bahnsteig gleich wieder kommen. Oh, und wir werden zu schnell. Ja, was man vielleicht auch noch erwähnt haben sollte, die Baureihe 476 ist aus dem aktiven Dienst bei der Berliner S-Bahn ja, eigentlich vollständig verschwunden. Da steht jemand im Gleis. Wir ignorieren das jetzt an der Stelle mal ein bisschen. Würde man natürlich in echt nicht tun. Und tschüss. Ja, jedenfalls aus dem aktiven Dienst ist diese Baureihe verschwunden. Sie ist allerdings noch unter einem Exemplar museal erhalten. Und zwar müsste das beim sogenannten Historischen S-Bahn-Verein Berlin sein. Oder beim Verein Historische S-Bahn Berlin, genau. So müssten die korrekt heißen. Welche unter anderem auch ja, entscheidend für diese Erstellung des Add-ons hier waren. Die Türen sind geöffnet, die Fahrgäste steigen ein
und dann geht's gleich wieder weiter. Ja, und ein weiteres Exemplar müsste auch noch im, funktionsfähigen Zustand auf der Schiene unterwegs sein. Nämlich ein Fahrzeug wurde von der Wiebe Baufirma als, Staubsaugerzug ausgerüstet. Zug Merkur nach Nordbahnhof Türen schließen. Jo, mach mal. Achso, wir dürfen noch nicht erfahren, ne? Zug Merkur nach Nordbahnhof abfahren. Ja, und jetzt räumen wir mal weiter. Normalerweise immer erst warten, bis sie gesagt hat, Türen schließen und dann erst abfahren, wenn sie gesagt hat, abfahren. Aber na gut. Jedenfalls nochmal ganz kurz zurück zum sogenannten Staubsaugerzug oder ja, Reinigungszug für die Schienen. Der wurde für die Berliner S-Bahn so modifiziert, dass man eben gesagt hat, man schnappt sich so eine alte 476, streicht den einmal komplett gelb an, bringt das Wiebe-Logo auf der Außenseite an und hat dann somit einen Zug, der für den Gleisbereich eben am Bahnsteig zum Beispiel halt die Schienen sauber halten kann, da die Bahnsteige ein bisschen säubert. Das ist schon ganz cool und ich finde es schön, dass sie dazu sich für die 476 entschieden haben, denn damit ist zumindest ein Fahrzeug im Schienenverkehr noch erhalten geblieben. Das andere ist ja dann bei der historischen S-Bahn Berlin beheimatet. Vorgänger oder Vorbezeichnung der Baureihe 476 war die Reihe 276 und zwar bei der Deutschen Reichsbahn. Und ich dachte auch ursprünglich wurde das Fahrzeug in einem anderen Lackierungszustand ausgeliefert, nämlich nicht in diesem, beige und weinrot oder beige, schon hellrot eher. Denn ursprünglich müsste das im sogenannten Hauptstadtlack, nannte sich die Lackierung, glaube ich. Das war so ein sehr dunkles Beige in Kombination mit einem Weinrot, mit einem sehr dunklen Rot. Und man muss sagen, das sah auch wirklich schon sehr, sehr, sehr alt aus. Weswegen ich die Lackierung von dem Fahrzeug heute hier eigentlich sehr, sehr, sehr schön finde. So, müssen wir ein Stückchen nach vorne ziehen. Aus den eingefahrenen Pendelzug bitte alle aussteigen. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Friedrichstraße. Weiterfahrt nach Gesundbrunn, Blankenburg, Oranienburg, Bernau, genau. Von Gleis 3 am Nachbarbahnsteig. So, Türen werden geöffnet. Bernau einsteigen bitte. Bernau zurückbleiben. Zug Wolf nach Bernau, Türen schließen. Das sind nicht wir. Zug Wolf nach Bernau abfahren. Wir stehen noch am Nordbahnhof. So, ganz kurz möchte ich noch eine Sache zeigen. Und zwar, diese Pendelfahrten sind natürlich auch auf einem nur abgesteckten Streckenbereich möglich. Und speziell dafür haben wir hier die SH2-Scheibe, welche uns eben nur bisher quasi legitimiert zu fahren. Hier kommt uns jetzt eine Taucherbrille entgegen. Okay, gut. Die fährt hier drüben erst ein. Genau, da hätten wir hier einmal die Nummern 481 und ich dachte 482 für den Mittelwagen. Genau, das sind eben die S-Bahnen, die man so in Berlin heutzutage noch tagtäglich antrifft. Berlin Nordbahnhof, aus der eingefahrenen S-Bahn bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Weiterfahrt in Richtung Friedrichstraße vom gegenüberliegenden Gleis. Fahr jetzt in Richtung Wannsee, Blankenfelde, Teltow, benutzt diesen Pendelzug bis Friedrichstraße und benutzen ab dort bitte den Schienenersatzverkehr. Genau. Wir müssen aufs andere Seite der S-Bahn wieder rüberstiefeln, denn unsere Fahrt führt uns wieder zurück zum Bahnhof Friedrichstraße. Und ich dachte auch, in Friedrichstraße endet dann unser Dienst. Bahnhof Gleis 2 Türen schließen. Zug Nordbahnhof Gleis 2 vorziehen. So, kurz durch die Führerscheine durchgewechselt. Nordbahnhof Gleis 1, wir dürfen gleich abfahren. Einen Moment noch gedulden und dann hier die Bremsen schon mal lösen. So, wir können die gleich leicht anziehen. Nach Friedrichstraße einsteigen bitte. Nach Friedrichstraße zurückbleiben. Zug Merkur nach Friedrichstraße Türen schließen. So, Türen werden geschlossen. Zug Merkur nach Friedrichstraße abfahren. Alles klar. Und jetzt geht's für uns los. Türen sollten zu sein. Wir drücken aufs Knöpfchen und damit setzt sich der Zug
wieder in Bewegung. So, Leistung wird aufgeschalten. Und das reicht uns eigentlich auch von der Beschleunigung her. Ja, wir haben übrigens den Fahrtrichtungswender an der Stelle hier. Dort haben wir drei verschiedene Rastungen für die Vorwärtsfahrt, eine Neutralstellung und hier natürlich den Rückwärtsgang. Kann dann eingestellt werden, je nachdem, wie es eben benötigt wird. So, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir das Ziel eigentlich wieder richtig umgestellt? Nein, steht noch nicht dran. Das war der Kurs 5 und Ziel 73. Diesmal hat es mir gemerkt. So, anfangen. So, man sollte außen auch das Zugziel gleich wieder aufleuchten. Ja, angezeigt wird es zumindest oben rechts, aber im Führerstand leuchtet noch nichts. Ja, vielleicht müsste man das Krügergerät, die Eingaben daraus nochmal löschen irgendwie. So, Bremsen anziehen. Ausstieg hier auch gleich wieder in Fahrtrichtung links. Und dann einmal am Bahnsteig anhalten. Oranienburger Straße. Genau. Möchte ich hier etwa wieder keiner aussteigen? Weil ich habe so das Gefühl, jedes Mal an dem Bahnsteig wollen die wenigsten, beziehungsweise... Nee, gar keine Tür ist offen. Es möchte gar niemand raus und gar niemand rein, okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen, bei Berlin, da ist eigentlich immer irgendwas los. Aber na gut. Ja, Oranienburger Straße. Was ich auch ganz cool finde, wir haben hier unterschiedliche Werbeblätter immer, oder Werbeplakate an den Wänden dran. In dem Fall jetzt hier für Münster-Bremen, die Strecke für den Train-Simulator. Jo. Zug Merkur nach Friedrichstraße abfahren. Alles klar. So, die Bremsen waren noch nicht ganz gelöst. Ist nicht ganz so korrekt, aber na gut. Und hier im Innenraum sehen wir halt auch schon, das meiste ist mit Holz ausgestaltet. Die Decke oben, ja, die scheint eine andere, aus anderen Materialien gefertigt worden zu sein. In der Mitte diese Lichterleisten und dann jeweils halt diese kleinen Abtrennungen nochmal zwischen den Sitzen. Ja, 60 wollen wir nicht fahren, 50. So. Und vielleicht als kleiner Tipp noch, falls du die S-Bahn selber zu Hause am Computer fährst im Train-Simulator. Ich persönlich empfehle es, gerade als Führerbremsventil hier drüben, mit der Tastatur zu bedienen, weil dann hast du, ich würde mal meinen, bessere Kontrolle darüber. Denn wenn du die Maus benutzt und das Führerbremsventil ein Stückchen weit nach hinten zu weit ziehst, wird automatisch hier die Notbremsung ausgelöst und bis die S-Bahn hier die Bremsen dann mal wieder gelöst hat, da kann einiges an Zeit vergehen. So, das wird ein bisschen knapp hier, aber das passt noch so. So, kurz vor der SH2-Scheibe angehalten. Dann lassen wir direkt mal... Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Nordbahnhof. Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. So, und dann lassen wir hier die Fahrgäste am Bahnsteig wieder raus. Und ich sehe auch gerade, wir haben hier oben... eine relativ starke Veränderung eben, was auch diese Wagenkastenneigung angeht. Ich denke mal, man hat hier auch eine gewisse Gleisüberhöhung mit eingebaut, was jetzt halt ein bisschen heraussticht. Wenn da eben so ein Wagen im Gleisbogen drin steht und der andere halt nicht, dann guckt so der Wagenkasten ein ganzes Stückchen weit raus. Ja, aber ansonsten vom Strecken-Addon mitten durch Berlin bin ich sehr, sehr positiv berührt. Besonders gut gefallen mir vor allen Dingen die Ansagen, die eben während der gesamten Zugfahrt gemacht werden. So, Türen schließen. Alles klar. Ist halt hier immer so ein bisschen schwierig mit der ganzen Koordination. Ständig brabbeln die auch hier im Simulator mit drin, dass eben die Türen zu sind, dass du abfahren darfst.
Da fällt quasi das oder das Abfertigungsverfahren anders aus an der Stelle. Aber dadurch werde ich hier auch etwas öfter heute mal unterbrochen. So, Bremsen sind gelöst und wir können los Richtung Nordbahnhof. Ich glaube, wir sind noch nie an so vielen roten Signalen vorbeigefahren wie in dem heutigen Video und vor allem nicht in so kurzer Zeit. Was mich mir noch interessieren würde, ob man diesen kleinen Ventilator hier vorne auch noch einschalten kann. Das wäre nämlich echt noch der Burner. So, hier dürfen wir 50 fahren. Ich finde ja auch allein die Steuerung von der 476 schon sehr besonders, dass man eben hier einfach so ein Knöpfchen runterdrückt, der Zug damit quasi dauerhaft Leistung gibt, bis man es eben wieder loslässt. Und erst dann, wenn man eben anfängt mit Bremsen, dann kann man hier auch wirklich wieder die Geschwindigkeit verringern. Also ist nicht so wie so ein schöner Kombihebel, wie man das aus vielen S-Bahnen oder aus vielen Triebzügen kennt, sondern wirklich noch, ja, alte Technik. So, da stehen wir relativ gut. Der Zug hält an, die Türen machen wir auf. Ein Klick auf die Taste T und da beamen sich die Leute aus der S-Bahn hinaus. Jetzt wollen auch mal welche in der Oranienburger Straße aussteigen. Tatsächlich. So, der Dame weichen wir nochmal ganz kurz aus, dass wir die hier nicht umrempeln. Und ja, auch hier Mülleimer wurden mit reingebaut, Sitzbänke. Also wirklich alles, was man sich hier so von den S-Bahnhöfen eigentlich so vorstellen kann. Die Aufgänge schön modelliert. Sieht auch nicht so aus, als würde das dann hier oben gleich enden. Das ist hier wirklich, ich sag jetzt mal, weiträumig mit ausgebaut. Gut, hier drüben ist dann halt offen. Aber so weit soll man ja auch mit der Kamera gar nicht fliegen. Das reicht ja wirklich voll und ganz, wenn dieser Bahnhofsbereich aus der Sicht eben der Lokführerkabine, wenn der quasi ja, offen ist und da alles einsehbar und der Rest, der ist ja dann eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes unwichtig. So, letzter Bahnhof. Weiter geht's dann leider nicht. Da steht dann SH2. So, muss auch nicht quittiert werden hier. Keine PZB mit an Bord. Eine SIFA haben wir dabei. Die können wir auch anschalten. SIFA-Taste oder SIFA-Schalter befindet sich dann nochmal hier unten. Und ein letztes Mal geht es hier vorne durch den Tunnel an unseren lieben Arbeitern vorbei, welche hier unter Flutlicht arbeiten müssen. Da werden gerade Schienen verschweißt. Wahrscheinlich mit dem Thermitschweißverfahren. Hier unten sieht man es, es leuchtet so richtig, richtig hell. Und dann ein letztes Mal in den Bahnhof oder in den Nordbahnhof einfahren. So, hier müssten wir wieder auf 50 beschleunigen können. Und dann kommt dort vorne zu unserer Rechten der Bahnsteig. Ja, und wenn dir diese kurze Fahrt durch das Herz Berlins gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn du die weiteren Fahrten von der Strecke mitten durch Berlin wünschst, dann hinterlass mir das auch gerne als kleinen Kommentar unter dem Video. Berlin-Nordbahnhof, aus der eingefahrenen S-Bahn bitte alle aussteigen, wieder zum Ende 4. Weiterfahrt in Richtung Friedrichstraße vom gegenüberliegenden Gleis. Ja, die S-Bahn ist noch nicht eingefahren. Genau, zurückbleiben. Zug Wolf nach Bernau, Türen schließen. Zug Wolf nach Bernau, abfahren. Berlin Nordbahnhof, aus den eingefahrenen Pendelzug. Zug Nordbahnhof Gleis 2, Türen schließen. Zurück nach Friedrichstraße. Zug Nordbahnhof Gleis 2, vorziehen. Jo, auf den letzten Metern noch die SH2-Scheibe mitgenommen. Das gehört auch mal mit dazu. Das ist mal ein richtig schöner Ausstieg heute. Und ja, ich glaube aber der Zug, doch,
Er nimmt das Ganze als Zugziel an, auch wenn wir damit heute mal ein Signal umgenietet haben und vollkommen verfehlt haben. Aber das gehört auch mal mit dazu. Und in dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, danke für das Vertrauen heute, mit mir mitzufahren. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.